Voilà, Covid génial. Verlange das Unmögliche. Dieser Slogan vom Mai 68 ist auch der Titel des neuen Albums der schwedischen Sängerin Jenny Wilson. Doch Demand the Impossible ist mehr als ein Musikalbum. Es ist ein interaktives Kunstprojekt mit einer Plattform, über die per Fax Forderungen und Beschwerden an alle Regierungen dieser Welt versendet werden können. Vor ihrem Auftritt in Paris stöbert Jenny Wilson in der Tracks-Plattenschatzkiste nach Kindheitserinnerungen. Das ist definitiv eine meiner Lieblingsplatten, ein Klassiker, Nina Simone. Ich habe sie mit ungefähr 14 Jahren entdeckt und seither begleitet sie mich. Nina Simone hat alle möglichen Genres zusammengebracht. Die Musik der Sklaven, also der Schwarzen, und klassische Sachen wie Jazz, Disco, egal was. Ich hätte mir in die Hose gemacht, wenn ich ihr begegnet wäre, weil sie diese Aura hatte, respektier mich oder ich töte dich. Hörst du das? Dieser Song ist unglaublich gut. Ich wäre bestimmt ein rebellischer Teenager geworden, aber meine Mutter starb kurz bevor ich 14 wurde. Daher konnte ich nicht rebellieren. Ich musste mich um andere Sachen kümmern. Trotzdem fand ich meine Lehrer scheiße und vor allem auch Männer in machtvollen Positionen. Geht weiter. In den sozialen Netzwerken, auf unserer Website oder mit der App.